Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold-Silber-Ratio kündigt Goldaktienrallye an. Disclaimer. Gold-Silber-Ratio kündigt Goldaktienrallye an. Die hohe Gold-Silber-Ratio kündigt ähnlich wie 2010 eine Goldaktienrallye an. Vermutlich dürften daher Goldaktien bis Mitte 2023 steigen, genauso wie zwischen August 2010 bis April 2011. Vom Chartmuster her würde es genauso aussehen wie zwischen 2008 bis 2011, nur etwas vergrößert. Und wenn es sich genauso wiederholt, würde jetzt eine noch größere Bewegung von 2 auf 5 aufgrund der Verzerrung vor uns liegen. Also das Ratio von 94 auf 30 in Klammern statt 68 auf 30 zwischen 2010 und 2011 fallen. Sehr zugunsten von Silber und vor allen Dingen Goldaktien. Ja, das muss man sich mal vorstellen, was möglicherweise besteht eben mit diesem stärksten Fall der Gold-Silber-Ratio. Also Silber wird schneller teurer als Gold. Das ist ja der Grund. Und das war in der Historie immer die Zeit für Goldaktien-Rallye. Es sind sogar ganz genaue Indikatoren. Hätte man sehr stark zum Beispiel darauf geachtet, hier im März, April 2011, wo, sage ich mal, diese Gold-Silber-Ratio den Boden gefunden hat, und wo sie dann wieder gestiegen ist, waren eigentlich Goldaktien nicht so gut. Man kann das natürlich nicht unbedingt teilen. Man weiß ja nicht, wann dieser zweite Fall losgeht. Aber wir nehmen halt an, dass es jetzt im Prinzip analog hier wie 2010 passieren könnte. Also, wir müssen eben darauf achten, wenn wir so einen Extrempunkt im Prinzip hier wie 1 oder damals auch 1, 3, 5, 3, 5 kriegen, müssen Goldaktien verkauft werden. Das war 2011 so und das dürfte jetzt vermutlich so sein. Ja, weil wir einfach wesentlich tiefer mit Silber liegen und die Goldaktien im Vergleich zu Gold wesentlich noch unterbewertet bewertet sind. Die sind im Grunde genommen doppelt so billig wie in der Finanzkrise 2009. Also es ist unglaublich tief. Und wenn es jetzt, sage ich mal, zu einer Wiederholung kommt, würde das den stärksten Fall der Gold-Silber-Ratio in den nächsten, ja, sagen wir mal, 8 Monaten bedeuten, 6 bis 8 Monaten, bis Mitte 2023. Und das wiederum bedeutet der größte Goldaktien-Spike eigentlich, den wir seit hier 20 Jahren haben. Und wenn Sie sich noch an den von 2010, 2011, ne, wo eben Silber auf 50 Dollar gestiegen ist, sind Goldaktien auch geradezu explodiert. Aber dann musste man sie auch verkaufen. Also wie, das müß, das müß, die, dieses müssen wir einfach von diesem Verhältnis 2011 und von diesen Chartbildern müssen wir einfach mitnehmen. Wenn diese Gold-Silber-Ratio stark fällt, zum Beispiel Richtung 50, 40, vielleicht 30 wie 2011, ist es höchst gefährlich, in Goldaktien zu sein. Also das ist ein Indikator, wo man doch den Zustand der Goldaktien, also ob sie teuer oder billig sind, gut ablesen kann. Und hätte man, sag ich mal, hier drauf geachtet, bei so einem Extremwert, hätte man in jedem Fall verkaufen müssen. Und so wird es jetzt hier auch sein. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, ob er jetzt hier, sag ich mal, auf 3 fällt, dann etwas zurückkommt und dann nochmal auf 5 gehen. Das ist natürlich Kaffeesatzleserei, aber wir vergleichen das halt mit diesen alten Chartmustern. Und da sind einfach doch Ähnlichkeiten vorhanden. Und generell, viele Analysten sagen ja, dass Gold jetzt zum Jahresende auch über 2000 wieder überschneiden wird, auf 2300, 2500 vielleicht machen würde. Und Silber wird 58 Dollar in der absoluten Spitze angegeben. Dann stellen sich diese Verhältnisse ein. Wir müssen Goldaktien verkaufen. Und dann kommt es aber auch zu ungeheuren Anstiegen von Goldaktien. Also immer solche Punkte, wo eine hohe Gold-Silber-Ratio, wie aktuell hier mit 94 ist oder damals zum Corona-Tief mit 120. Das sind ideale Punkte,
um Goldaktien kaufen. Ganz genauso auch hier. Hier in der Finanzkrise 2008 ideal Goldaktien zu verkaufen und dann auch nochmal hier zu diesem Punkt hier 2010, bevor dieser Spike kam. So, also ich denke, wir stehen wirklich vor einer enormen Goldaktienrallye. Es kann nicht mehr wesentlich aufgeschoben werden. Wir haben unheimlich schlechte Stimmung, überall Pessimismus. Und wie gesagt, das ist in der Geschichte eigentlich immer idealer Einstiegspunkt gewesen. Und also Pessimismus kaufen, Euphorie verkaufen, das wird sich nicht ändern. Und ich denke, es liegt jetzt eine sehr interessante Zeit vor uns. Wie gesagt, es dauert vielleicht nur ein, zwei Wochen bis zu diesem Funk-Meeting. Bis dahin werden sie versuchen, vielleicht noch Gold so ein bisschen in der Kontrolle zu halten. Und danach, denke ich mal, machen sie irgendwas und dann wird das auch hochschießen. Ja, Silber-Gold-Projektgenerator in Nevada, hohes Risiko. Das Unternehmen konsolidiert die westliche Hälfte des berühmten Silberdistrikt Tonopah, 25 Quadratkilometer innerhalb des Walker Lane Trends in Nevada. Der als Königin der Silberlager bekannte Silberbezirk Tonopah produzierte über 174 Millionen Unzen Silber an 1,8 Millionen Unzen Gold. Also historische Produktion in der Vergangenheit. Das Projekt beherbergte eine Ressourcenschätzung von 208 Gramm pro Tonne, also Hochgrad Silber, 2,5 Gramm pro Tonne Gold für die abgeleitete Mineralressource von insgesamt ca. 20 Millionen Unzen Silber und 238.000 Unzen Gold, beziehungsweise als Silberäquivalent ausgedrückt mit 446 Gramm pro Tonne können wir 42,6 Millionen Unzen Silberäquivalent für uns nehmen. Und was Tonopah West zu einem der hochgradigsten, unerschlossensten Silberprojekte der Welt macht. Es gab auch jetzt noch weitere Bohrungen. Wie gesagt, das Potenzial auf dem Gebiet ist noch wesentlich höher. Analysten, habe ich auch gelesen, glauben, dass anstatt 42 Millionen durchaus 100 Millionen Unzen Silber da liegen könnten. Das ist, sage ich mal, in diesem Potenzialfaktor komme ich ja gleich zu, gar nicht eingerechnet. Also ich nochmal zu den Bohrungen. Es gibt auch auf dem Gebiet absolute hochgradige Bohrungen, 26 Grad Gramm pro Tonne Gold und 2.994 Gramm pro Tonne Silber. Extrem viel Silber. Ja, das Ganze ein Potenzialfaktor, wie gesagt, ist die Jurisdiction ist gut, es ist Nevada, USA. Es ist wirklich eine etablierte Umgebung, alles gut erreichbar, keine Probleme, absolut hochgradiges Silber, Explorationspotenzial. Und wenn man, die haben zurzeit 71 Millionen Marktkapitalisierung, wie gesagt, 42 Millionen Unzen. USA, wie gesagt, hält de facto 1 Grad, das Metall es ist sehr hoch. Aktuell stehen sie hier bei 43 Cent. Also das würde bedeuten, die Aktie könnte, wenn jetzt Gold 2500 erreicht wird, um das 29-fache steigern nach dieser Formel, die wir berechnet haben. Und ist es eben nicht die 100 Millionen angesetzt. Vielleicht ist es auch mehr. Vielleicht ist es noch wesentlich mehr. Und also wenn man jetzt 100 Millionen ansetzt, dann könnten sie diesen Faktor noch verdoppeln. Also das Potenzial dieser Minen kann von dieser Tiefe aus absolut erheblich sein. Und wenn Sie sich das alte Chart ansehen, wo die gestartet hat, hier bei 3,5 Cent ist sie dann hochgeschossen auf 1,50, ging dann seitwärts. Jetzt mit dem allgemeinen Rückgang ist es abverkauft worden, aber es ist immer noch weit höher als zum Beispiel Corona-Tief. Corona-Tief war hier irgendwie 0,15 oder was auch immer das ist. Jetzt ist es 0,43 war es, genau, 0,43. Viel weiter dürfte das nicht fallen. Also wie gesagt, ein, zwei Wochen haben wir noch Zeit, diese Preise zu sehen und dann könnte diese Aktie natürlich schnell wieder hier in Richtung ihr Allzeithoch 1,50 machen. Und wenn es dann eben zu einer weiteren Anstieg von Gold auf 2000, 2300, Silber eben Richtung 50 gehen. Was sollte die Aktie hindern, auf 3, 5, vielleicht irgendwo einen Wert zwischen 5 und 10 annehmen? Also das Potenzial ist einfach sehr interessant. Hier, das ist, dann haben Sie noch dieses Silver Cloud-Gebiet. Silver Cloud, trotz des Namens Silber, es ist ein Goldgebiet. Hochgradiges Gold wurde dann entdeckt, 45 Quadratkilometer. Und dieses Tonopah West ist im Süden von Nevada. Also das mit dem Silber und wo man insgesamt vermutlich 100 Millionen Unzen noch fordert, glaubt zu finden zu können. Ja, okay, so viel dazu.
meiner Meinung nach insgesamt eine interessante Aktie mit viel Potenzial, mit sehr guteren Jurisdiction. Also wenn wir irgendwann mal wieder eine Silbermania oder Silberanstieg bekommen sollte, sollte es eine Aktie sein, dass die gewaltig davon profitiert. Ja, also wir orientieren uns ja an den Goldaktienbullenmarkt von 1970er Jahre. Da sind eben solche Aktien hier von 15, 20 Cent auf 15, 20, 30, 40 Dollar teilweise gestiegen. Also aus 1000 Dollar konnte man 50, 100, eine Viertelmillion teilweise machen. Und wenn wir sowas im Ansatz wiederkriegen, und das ist nicht unwahrscheinlich von diesen absoluten gedrückten Goldaktien im Verhältnis zu Gold, das ist absolut tief bewertet, auch eben Silber. Warum sollten Aktien nicht sich teilweise ähnlich bewegen wie damals in den 70er Jahren? Wollte es die Situation viel extremer? In den, glaube ich, 1970er Jahren gab es 26% aller weltweiten Anlagen waren in Gold und heute sind es 0,5%. Das heißt, das ist überhaupt kein Vergleich. Das ist absolut extrem. Und wenn das Kapital hier einfließt, dann sind auch solche Bewertungen meiner Meinung nach wie damals eben möglich, gerade von dieser Tiefe aus. Ja, also was macht man? Wir kaufen halt solche Penny-Stocks-Aktien, wie ich gerade demonstriert habe, mit hohen Ressourcen, wenn möglich hochgradig. Das wird immer schneller gut bewertet, mit Explorationspotenzial, gutem Management und idealerweise einem guten Rechtsgebiet. Ja, was im Wesentlichen in den USA und Kanada ist. Aber nichtsdestoweniger gibt es, sage ich mal, auch andere Rechtsgebiete hier wie Kolumbien, die noch ganz okay sind, Mexiko mehr oder weniger. Also da sollte das auch gehen, aber da sollte man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich denke, wir stehen hier von enormem Anstieg von Gold- und Silberaktien, von diesen extremen Tiefen. Diese Gold-Silber-Ratio, was ich gezeigt habe, ist sehr hoch mit 94, übernatürlich hoch und irgendwann wird Silber nachschnappen und die Ratio wird sicherlich auch Richtung 50, vielleicht 40, 30 wie 2011, vielleicht noch drüber hinaus, wer weiß. Weil diesmal alles eher extremer Verzerrtes machen und das führt zu einer Abst sollte nach das sollte auch wie 2011 zu einer starken Goldaktienrallye führen. Und es müsste heute nach den Angaben zu einer noch stärkeren Goldaktienrallye führen. Und das ist einfach eine ganz große Chance. Darauf wollte ich aus meiner Sicht mal hinweisen. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, sortieren die nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, versuchen den Potenzialfaktor zu errechnen, haben auch eine Exit-Strategie formuliert. Portfoliovorschlag kann ich bei Bedarf Ihnen auch erstellen, mit persönlicher Beratung. Und wie gesagt, eine Exit-Strategie, also ist auch dabei, was investiert man, wenn der Boom vorbei ist. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei einer Einkaufsgemeinschaft. Das ist einfach nur ein Werkzeug, dass sie schnell an ihr Gold und Silber kommen. Eine Überweisung, das ist unabhängig von der Größe, auf deren Konto. Dann ist das sofort ihr Edelmetall im zollfrei Lager in der Schweiz zugeordnet. Und sie können es genauso leicht verkaufen. Sie können es sich persönlich ausliefern lassen. Das macht Sinn, um vielleicht höhere Händleraufschläge nicht zu machen. Der ist wirklich sehr, sehr günstig, gilt als einer der günstigsten Bezugsquellen. Sie, wie gesagt, Sie können sich's ausliefern lassen und vor allen Dingen ist er vor allen Dingen in jeder Situation bislang an Gold und Silber kommen. Die haben da ihre Connection und ist daher sicherlich ganz gut, zumindest Informationen hierzu zu haben und sich dann gegebenenfalls damit mal beschäftigen. Ja, einfach bevor Sie Gold und Silber kaufen, Vergleichsportale. Dann habe ich noch ein paar Informationen zusammengestellt. Mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten? Also ich bearbeite beispielsweise mit Flatex in der EU bzw. Deutschland. In Schweiz ist Swissquote, da können Sie auch mit Nicht-Schweizer Wohnsitz ein Depotkonto eröffnen. Wo kann ich Edelmetalle in der Schweiz in Liechtenstein anlagern? Langfristige Charts, mehr Informationen zu Goldaktien, Diskussionsforum wie CEO, CA, weitere Expertenmeinungen. Ja, generell können Sie mich einfach kontaktieren, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, Anregungen oder Zustellungsprobleme unter angenehmen Rufnummer. Ich würde Sie dann so bald als möglich dann zurückrufen.
Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gepasst hat. Und ich bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank und auf Wiederhören.